Herzlich willkommen zurück bei Let's Play GTA 4 Multiplayer mit mir, dem Zockommander, dem Corsil und dem iPhone. Hallo. Wir machen Rennen und ja, mit dem Infernus. Wird auf jeden Fall richtig geil. Der 3. Mit Regen. Ja. Mit viel Verkehr. Ich habe sogar auch eine Idee, was wir danach machen können. Wir können auch ein Rollerrennen machen. Ja, Roller. Stimmt. Gute Idee. Ja, das ist immer witzig. Ja. Und dann noch mit Ballern und so, weißt du. Warum macht ihr ja eigentlich jeden Part wieder eine Ansage? Ihr könntet doch auch einfach einfach weitermachen. Ja, aber wir begrüßen unsere Leute gerne. Genau. Das ist so. Wow! Fuck! Corsil geht in Führung. Mein Gott. Scheiße. Das ist der Vorteil an mir. Also ich fahre erst, als ob ich wirklich geradeaus fahren würde, aber danach zack, bremsen und dann los. Du fährst wie die Nummer 1. Der fährt wie Michael Schumacher. Wie du, ne, iPhone, in GTA Vice City, daran erinnere ich mich noch, da warst du in der Mission, ne, da wo du immer verkackt hast gegen den... Oh ja, da bin ich dumm. Bauern, ne? Boah, aber ich guck in letzter Zeit Dings, Tinendo, der fällt auch voll oft in seinen Parts, ey. Übelst mit witzig. Mit dem Baseballschläger. Das war sowas ein Fail, weil er die deutsche Version hat, der Gegner auf dem Boden nicht schlagen kann. Ja. Oh Mann. Aber man könnte auch die GTA 3 deutsche Version auch auf englische Version machen. Ja, aber das hat warte mal gemacht, dann konnte er nicht mehr aufnehmen. Hm. Okay. Habe ich ihm extra die Patches gegeben, aber da ging es nicht mehr mit aufnehmen. GTA 3 mal, in Uncut ist cool. Ich hab mal, also ich hab's mal, herausgefunden, wie man das macht. Geil. Wow, mich hat's auch erwischt gerade. Bei GTA 3 kannst du denen die Köpfe irgendwie abtrennen. Also in der Uncut-Version, genau. Geht voll ab. Oder mit der Kettensäge in Vice City. Voll geil. Genau. Es geht richtig ab. So auf dem Boden, ne, sägt er den dann. Ja, ich hab früher Vice City Stories gezockt auf der PSP. Das war voll witzig. Ich hatte leider keine PSP, aber dafür eine PS2, aber da hatte ich keine Zeit, diesen Game zu kaufen. Die Best City Stories auch. Ja. Was die Stories denn hier von Missionen ziemlich scheiße, das ist einfach viel zu schwer. Ja, auf jeden Fall. Hab ich auch gezockt. Ich hab voll viele Anläufe gebraucht. Bei Salvatore. Salvatores Mission. Bei Liberty City Stories und Vice City Stories habe ich dann aufgegeben. Das ging mir am Ende nur noch auf die Nerven und hatte keinen Bock drauf. Boah, die eine Mission in Vice City, wo man da mit dem Spielzeug-Hubschrauber rumfliegen muss und die Bomben platzieren muss oder was das ist. Also ist recht am Anfang. Ist die sauer einfach. Ich hab's zwischen immer beim ersten Versuch. Ja, ich hab's nie geschafft, ey. Weil ich nicht richtig mit dem Heli fliegen kann. Da muss man doch eine Baustelle, ne, durch Bomben genau, platzieren. Ja, das ist recht am Anfang. Oh, ich hasse diese Mission, ey. Ja, ich auch. Als ich noch ein kleines Kind war, ne, da hatte ich das irgendwie nie geschafft, ey, diese Mission, ey, irgendwie. Ja, immer als kleines Kind durchgeredet und heutzutage sage ich, schau einfach. Ja. Krass. Fuck. Nee, aber wenn man die Steuerung mal beherrscht und in die Steuerung schaut, wie alles geht, dann ist es wirklich einfach. Ja. Am besten, also... Oder wenn man den Controller anschließt. Ja, am besten, wenn man eben Let's Play macht, ist es... Also ich find's am besten, wenn man das Spiel schon kennt, weil... Ja, sonst... Obwohl es ja auch witzig ist, wenn man es mal gar nicht kennt und dann total rumfällt. Ja. Es hat beides seine positiven und negativen Seiten. Oh ja. Allerdings. Okay, Rennen beendet von mir. Yeah. Erstmal Corsil, der Checker. Obwohl ich am Anfang einmal da weggeklatscht bin, kann ich es jetzt nicht mehr schaffen. Ich bin halt gut, Kollege. Muss das einsehen. Ich hab einen Drift gemacht hier. Boah. Bam, wow. Alter. Radrick geht selber gut. Ja. Okay. Und dann der letzte, wie immer, ne? Der genau. Aber nicht mit so viel Abstand. Ging ja noch. War okay. Okay, lass mal Roller machen jetzt. Das war geil. Ja, genau. Und mach diesmal Strecke beliebig. Ist scheißegal, wo das ist. Stimmt. Runden 3, weil Roller mit. Das macht Fun, ey. Irgendwie. Ja. Beliebig. Muss man raus. So. Cannonball-Rennen ist auch. Wir müssen danach mal Cannonball-Rennen machen. Kennt ihr das? Es ist, da muss. So ein Parcours ähnlich. Ja. Da müsst ihr halt. Ihr müsst anfangs euch ein Auto suchen und dann immer die. Andere
Ah, das werdet ihr schon sehen, das machen ja, wir danach. Okay. Das ist sau nice. Okay, Fagio. Alle, nimm die Fagio. Fagio. Fuck it. Nein, Faggot im Sinne von Fag, Schwuchtel. Nimm die Fagio, zur Kommande. Ja, warte. Nicht, Ich kann hier gar nichts so auswählen. Ach so, warte mal. Ach du. Ach du, ja. Ich war, hatte noch, ach, hatte ein Häkchen schon drin. Fagio, genau. Ich. Eigentlich Piaccio in Deutschland. Ja. Okay, Wetter, Regen ist gut und Verkehr viel. Ey, mach auch Passanten viel. Ja, das bringt ja nicht viel. Aber ja. Naja, gut, ja, los. Nur für Let's go. Um geht's nicht los? Keine Ahnung, alle sind bereit. Lol. Lol. Fail. Warte, mach doch mal alle nicht bereit. Okay, so, jetzt nochmal. Zack, okay, jetzt geht's. Ah, okay. Sehr schön. Jetzt geht's. Was ein Fuck. Fail. Fuck off. Yeah. Okay. Das ist nicht mehr drauf. Aber das ist immer so programmiert, dass die anderen immer schneller sind. Also. Nee. Doch, gell, Korsil? Nein. Doch, so war's doch. Guck, ich geb Gas, ich geb volle Möhre und ihr seid schneller. Ja, wir haben schon länger beschleunigt irgendwie. Aber erinnert mich danach ans Cannonball-Rennen, weil es ist wirklich saum, das macht sau viel Spaß. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja? Weil, weil wir das nicht kennen, haben wir das auch nie gemacht. Also, das genau, das war was ist. Aber wenn wir es mal probieren, dann werden wir es wahrscheinlich auch mögen. Scheiße! Jetzt geh ich ab, jetzt. Ich bin voll dagegen geknallt, ey, toll. Jetzt zieh ich. So geht's jetzt auch und dann hast du gewonnen, deswegen. Da konnte man nichts mehr machen. Ja. Ich komme näher. Geht es denn, lol? Fuck, jetzt bin ich an dem scheiß Auto hängen geblieben. Hauptsache, ich zieh dich ab. Genau, ich war nämlich Zweiter, ey. Toller Shit happens. Die Xbox, die ihr im Prinzip verwenden könntet. Alter, ich geb Vollgas und da passiert nichts. Das kann doch nicht sein. Lol, hast du eine Abkürzung benutzt, Kurs? Ja, voll weggerammt, weil du rumleckst wie Sau. Ja, bin halt gut, ne? Deine Mutter ist gut im Bett. Ja. Ja, mit meinem Vater. iPhone geht in Führung. Boah, zum Glück sind wir nicht an der Stelle, wo ich letztes Mal so gefailt habe mit dem Sabre GT. ja, stimmt. Man kann nicht respawnen. Genau, jetzt weiß ich's ja. Alter, beschleunigen. Ja, der Sabre GT leckt rum wie Sau und schmeißt ihn erstmal auf die Seite. Ist total fair, ehrlich. Ja, ist halt GTA, ne? Also ich finde, ohne dieses Gekicke, ne, mit dem, also von dem Auto, ne, wäre es kein GTA gewesen. Irgendwie. Dann wird GTA 500%ig kein GTA, sonst wird scheiße. Genau. Weil das muss sein unbedingt. Ich nehme dann wahrscheinlich Michael und Korsin im Trevor, ne? Trevor und Franklin, weil irgendwie Trevor, ne, der hat einen geilen Humor. Ja, finde ich auch, der geht richtig ab. Ist es? Ja, so. Und noch was. Der scheißt auf alles, sozusagen. Ja. Und wo er auf den Bauer da die ganze Zeit drauf tretet. Im Trailer. Genau. Voll witzig. Wo er alles anzündet. Ach so, Trevor, ein Name, Trevor. Gell? Trevor. Michael. Alter! Leute, ihr müsst euch mal an der Seite mal gucken, weil schwarz nimmt jemand Franklin. iPhone, sieht mal an der Seite, da ist nur noch Banshees, ne? Bei dir. Lol. Ne? Nur weil Franklin schwarz ist, wollt ihr nicht spielen. Also ehrlich gesagt, wenn Rockstar Games es gemacht hätte mit dem Koop, dann hätten wir drei. Das passt perfekt, weil drei Charaktere genau. Und ja Kampagne. Das hätte perfekt gepasst. Vielleicht macht irgendjemand dafür. Hä? Vielleicht macht ihr irgendjemand Mod dafür, dass man das als Koop spielen kann. Ich glaube, bei GTA 4 hat mir auch jemand erzählt, das kann man machen. Das geht, glaube ich. Ich glaube, das geht nicht. Also, ich habe es noch nie gehört. Ich habe mal im Internet also gesehen. Im Internet. Aber ja, es gab auch schon, eigentlich war ja mal geplant für die PSP, San Andreas Stories rauszubringen. Und das haben sie dann doch nicht gemacht. Keine Ahnung, vielleicht hätte sich's nicht gelohnt oder so. Schon, dass sich das gelohnt hätte, aber vielleicht. Mann, blödes Auto, ey. Nochmal dieses ganze Ghetto-Dings da machen können. Ich hätte es mir auf jeden Fall. Ich geh mal wieder in Führung. Ich hätte es mir auf jeden Fall geholt, also San Andreas Stories für die PSP.
Das wäre dann ein bisschen ja, anders gewesen, glaube ich. Ich warte mal, ja, iPhone für dich, also ist damit es nicht so langweilig wird, deshalb. Alter, wie langsam bin ich eigentlich? Mit ganzen Gerammen. Komm. Kannst du wieder fahren? Okay. Direkt in ausgerammt. Wie langsam das Teil ist, ganz ehrlich, zum Kotzen. Warum beschleunigt eigentlich mein Roller immer besser Guck, als ihr? Guck, das meine ich eben. Keiner. Wie ich vorher schon gesagt habe, das zieht dann besser. Random. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Das war auch, wir haben ja mal, weiß noch quasi, wir haben Dings gemacht. In Algonquin, Warte mal, mir fällt's gerade nicht ein. Ah, genau, jage den einsamen Wolf oder so. Ja, ah, ja, da war's ja, auch, ja, da war's auch immer schneller, ey. Wir müssen auch mal wieder, wir müssen mal Lost in Damned Multiplayer machen. Da gibt's auch schöne Modi. Noch machen, ey. Ja. Das mit dem, einem, wie war das, da kann man, also da jagt dort der Hubschrauber ein Bike. Das eine ist der Hubschrauber, der andere das Bike, das ist auch nice. Und was ist der Sinn der Sache? Ja, das ist, macht Spaß. Nee, also was hast du da für einen Auftrag? Keinen, glaube ich, soweit ich weiß. Okay. Ja, Lost and Damned bietet ja eh, mehr Spielmodi als Ballad of Gay Tony. Ja, Ballad of Gay Tony, da haben sie sich nichts einfallen lassen. Aber dafür finde ich Gay Tony von der Story her besser, also gefällt mir mehr. Oh, und die ganzen Farben und so, das ist einfach geil gemacht. Naja, das ist halt, das eine ist eher so eine traurige Story, zum Beispiel Lost in Damned, GTA 4, und Ballad of Gay Tony ist eher eine glückliche. Vor allem das Intro ist das geilste in Gay Tony. Die Musik, die, da hat man voll Bock und, dann aufs Spiel, wenn man die Musik hört, sag ich mal. Ja, und ich finde, The Ballad of Gay Tony, ne, hat irgendwie so eine geile Story. Am Ende, ich stell's mir vor, dass Luis Lopez dann nach Vinewood zieht und dann ist es klar, dass wir vielleicht Luis Lopez in GTA 5 wiedersehen, ne? Weil das ja auch in Los Santos ist und Vinewood ist dann in Los Santos. In dem Dings, in dem Intro. Aber Tony fliegt doch nach Los Santos, nicht Luis. Hä? Tony fliegt doch nach Los Santos, nicht Luis. Luis meine ich, Luis, ja der. Nee, Tony ist es. Hä? Du bist nicht. So, ist Luis es euch eigentlich auch schon aufgefallen, in Gay Tony, da fährt doch dieser eine Dings, fährt ein Schaf da vorbei und da ist, da hockt Nico Bellic drin. Ja. Voll cool. Aber das war kein Schaf da, glaube ich, das war ein anderes Auto, oder? Ja, mit Pecky und so alles. Ja, ich hab's nicht mehr so genau. Ja, solche Assis, dieses ewige Geramme, was total am Lenken liegt, ist sowas von blöd gelöst. Ja, weil irgendjemand hier eine schlechte Internetleitung also hat. Also ich nicht, ich habe 32.000er. Also ausreichend. Ja, aber das heißt nichts. Nee, auch eine 1.000er Leitung kann für Spiele besser geeignet sein als eine 32.000er. Ja, aber grundsätzlich läuft es sehr gut. Aber meistens so, wenn viele Leute eben im Internet sind, dann spackt's immer rum. Das kackt immer ab. Ja, mir ist so. Ja. Das liegt dann eben, liegt nicht an meinem Internet-Provider. Natur der Sache. Aber es liegt an. Mein iPhone ist ein bisschen lahm, ey. Ja, die ganzen Scheißviecher rammen mich die ganze Zeit. Wenn dein Roller eine 1 PS hat, na. Ich hab euch gleich, ich hab euch eingeholt. Ich nicht hier, ich. Beziehungsweise ja. Wer ist nochmal? Ja, dich hab ich eingeholt, genau. Aber mich noch lange nicht. Du bist ja bekanntlich der Schnellste. Ja. Vor allem mit dem Roller, ne, irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie hat mein Roller immer irgendwie mehr Schwung und mehr Beschleunigung. Keine Ahnung warum. Hast du Glück. Ja. Oder wegen der Farbe, weil. Also ich wähle immer grün aus. Vielleicht deshalb. Nee. Sicher. Denkst hab ich aber. Ihn überholt. Ja, kurz vom Ziel. Alter, kann der mal ein bisschen beschleunigen? Ich dreh gleich durch. Aber gleich passiert sowieso wieder ein Fail und dann bin ich Letzter. Das ist immer so. Ah, nee, das schaffe ich noch. Ich guck mal gerade. Ja, toll, verkackt. Ja, ganz peinlich. Ja, fuck it. So eine Scheiße. Yes, wenigstens Zweiter. Nein, ich war jetzt nicht ins Ziel. Was auch schon oft war, gell, Corsi, du hast dann vor dem Ziel gewartet. Seht ihr, wie der mich rammt? Du hast dann vor dem Ziel gewartet und mich abgeknallt oder so. Das war auch schon. Das war bei GTA, glaube ich. Das war Offcam oder so. Voll fies. Aber so kennen wir dich. Alter, geht der Roller gerade ab. Alter, iPhone, mach doch mal keinen Scheiß jetzt.
Ey, wo fährst du hin? Nein, Mann, Alter, das ist... Lol. Alter, wir müssen auf dich warten, hallo. Mach keine Scheiße. Warte auf die Letzten, steht da. Also das heißt, wenn du das Rennen beendet hast, dann beendet das. Aber wenn nicht, dann kannst du... Warte auf den Loser. Wann, wie du bist. Mutter. Die Mutter. Der Loser, der nichts drauf hat. Du warst oft genug, ich der weiß. Loser. Der Loser. Alter, was machst du? Da fliegt er noch vom, vom Bike. Wegen Wheelie auch noch. Kann mir jetzt ein anderes Auto nehmen? Ich glaube schon, oder? Ich hätte auch ein Motorrad holen können. Eine Sanchez oder so. Lol, der kann Auto holen. Das geht doch, oder? Ja, der kann sich ein Auto holen. Wollte ich eigentlich auch machen, aber ja, hat ja so gereicht. Zweiter zu werden. Das ist deswegen. Während des Rennens geht das nicht, aber wenn einer noch bleibt, kann man das anscheinend. Ich weiß dann erstmal weg. Glaub, man muss einfach sich runterklatschen lassen vom Motor, da kann man auf alles steigen, was man will. So wie zum Beispiel die Energie 900 hier. Ja? Ja, anscheinend. Das war ein Bug, also in GTA 4, dass die nicht Bomben haben. Multiplayer. Ja, Mann, endlich. Gut. Okay, Leute, das wär's dann wieder für den Part. Hau dein Smet, ciao. Bis dann. Ciao.